Das Thema ist Migration, Challenge or Opportunity, also Chance oder Herausforderung, Migration. Wir werden allerdings auch ein bisschen über den Brexit reden. Das haben Sie ja gestern schon von uns erfahren, dass es da morgen noch eine zusätzliche Podiumsdiskussion gibt. Ich freue mich, dass alle hier sind. Auf dem Podium sitzen Maja Heinrich, das ist die Presseverantwortliche der BMW-Stiftung Herbert Quandt. Dann sitzt hier Herr Schäfer, das ist der Vorstandsvorsitzende der BMW-Stiftung, und Professor Fuest, der IFO-Präsident. Mein Name ist Harald Schulz, ich bin der Pressesprecher vom IFO. Wir werden jetzt folgenden Ablauf haben. Wir werden ungefähr 5 bis 8 Minuten Herrn Fuest hören mit ein paar einführenden Bemerkungen und Herrn Schäfer dann ebenfalls. Und dann stehen wir zur Verfügung für Ihre Fragen. Zeitrahmen ist ungefähr eine Stunde, also ungefähr bis halb. Danach gibt es dann noch 2 Nachfragen für die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk Fernsehen. Ja, bitte Herr Fuest. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir diese gemeinsame Veranstaltung hier mit der BMW Foundation haben. Unser Thema ist Migration. Dieses Thema ist von enormer Bedeutung für Europa und ich glaube, seine Bedeutung hat letzte Woche noch mal zugenommen. Dieser Gipfel findet ja jetzt statt vor dem Hintergrund der, ja man muss schon sagen, historischen Entscheidung am letzten Donnerstag. Das ist eine historische Entscheidung, die viele von uns sich anders gewünscht hätten, aber sie liegt nun auf dem Tisch und wir müssen mit ihr umgehen. Diese Entscheidung hat viele Verbindungen zu dem Thema unseres Gipfels hier, zur Migration, weil ja das Migrationsthema wirklich im Kern der Diskussion in Großbritannien stand. Es ist ein Thema, das natürlich über den britischen Fall weit hinausreicht, ganz Europa betrifft, aber er hat sicherlich viele Wähler in Großbritannien bewegt. Ich würde gerne ein paar Worte zur britischen Situation sagen, auch aus Gründen der Aktualität und dann zum Thema Migration im allgemeineren Sinne kommen, auch Migration nach Deutschland. Zunächst mal zur britischen Situation. Im Moment geht es ja um die Frage, wie es eigentlich weitergeht. Die Frage, ob die britische Regierung einen Antrag stellt. Viele in Europa haben ja die Briten nun dringend aufgefordert, was zu tun. Und die britische Regierung hat vielleicht etwas Angst vor der eigenen Courage. Aus meiner Sicht ist völlig klar, dass die britische Regierung diesen Antrag nicht stellen wird, sondern darauf bestehen wird, erst zu verhandeln. Und das hat einfach damit zu tun, dass das Austrittsabkommen so ungünstig ist, das austretende Land so benachteiligt. Man muss daran denken, dass ja das Austrittsabkommen, das Artikel 50-Verfahren vorsieht, dass innerhalb von 2 Jahren verhandelt werden muss. Um ein Abkommen zu bekommen, das den Schaden minimiert, braucht man eine qualifizierte Mehrheit im Rat, das heißt eine große Anzahl von Ländern, die das Abkommen unterstützt. Wenn man ein positives Abkommen verhindern will und Großbritannien gewissermaßen bestrafen will und die EU selbst gleich mit, dann braucht man nur eine Sperrminorität. Das heißt, eine relativ kleine Gruppe von Ländern kann ziemlich viel Schaden anrichten und keine Regierung wird sich in dieses Verfahren begeben. Die Vorgehensweise kann aus meiner Sicht nur sein, erst zu verhandeln und dann den Antrag zu stellen. Natürlich weisen das jetzt viele in Europa von sich, dass erst verhandelt wird, aber wir wissen ja, wie das ist, wenn solche Dinge erzählt werden. Also es würde mich sehr wundern, wenn es anders laufen würde. Das führt mich zu der Frage, was sollte denn Europa anstreben in diesen Verhandlungen? Es gab ja erste Reaktionen, die in die Richtung liefen, zu sagen, naja, wir müssen jetzt das Vereinigte Königreich schlechter stellen, eine Art Strafexpedition durchführen, damit nicht weitere auf die Idee kommen, hier austreten zu wollen. Ich würde das für einen historischen Fehler halten. Man kann davor nur warnen, wenn die EU eine Organisation ist, die ihre Mitglieder nur dann zusammenhält, wenn sie Austretende bestraft, dann hat die EU keine Zukunft und ich meine zu Recht. Tatsächlich ist die EU aber nicht so unattraktiv, sondern ich meine nach wie vor, trotz aller Probleme, ist die EU-Mitgliedschaft sehr attraktiv. Ich bin auch überzeugt, dass sie in den weitaus meisten Mitgliedstaaten sich auf ganz große Mehrheiten stützen kann. Und weil das so ist, gibt es für mich in den Verhandlungen nur eine Strategie, die Europäer sind in dieser Situation gemeinsam,
Wir müssen jetzt mit diesem Referendum umgehen und es kann nur den Weg gehen, gemeinsam den Schaden für ganz Europa zu minimieren. Ich glaube, alles andere würde den Zerfall beschleunigen. Wie gesagt, die Überlegung, dass ein glimpfliches Ergebnis für alle Beteiligten andere zum Austritt ermutigen würde und den Zerfall der EU beschleunigen würde, das halte ich für einen Riesenfehler. Und man kann auch hoffen, dass wenn der Staub sich etwas gesetzt hat, dass dann alle Beteiligten kühlen Kopf bewahren und auch dann in diesem Sinne verhandeln. Lassen Sie mich zum Thema Migration kommen. Die Migration gehört, wenn man Umfragen anschaut, zu den Themen, die die Bevölkerung am meisten beschäftigen, die der Bevölkerung in Europa, in vielen europäischen Ländern die größten Sorgen machen. Das hat natürlich zu tun mit der großen Migrationswelle im Jahr 2015. Ich will mich hier in diesen einleitenden Bemerkungen auf ökonomische Folgen und ökonomische Aspekte dieser Migrationswelle beschränken. Als die im letzten Sommer kam, gab es gerade in Deutschland erst viel Euphorie, Überlegungen, diese Migrationswelle könnte die Fachkräfteproblematik lösen oder könnte unsere sozialen Sicherungssysteme entlasten. Sicherungssysteme, die durch den Bevölkerungswandel, durch die Alterung der Bevölkerung belastet werden. Mittlerweile ist etwas mehr Nüchternheit eingekehrt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass eine solche Entlastung sowohl des Arbeitsmarktes als auch der sozialen Sicherungssysteme ja nur dann kommen kann, wenn Menschen zu uns kommen, die überdurchschnittlich hohe Einkommen erzielen. Es reicht also nicht, dass die arbeiten, sondern die müssen überdurchschnittlich hohe Einkommen erzielen, weil es nun mal so ist, dass unser Wohlfahrtsstaat von Menschen, die überdurchschnittlich viel verdienen, zugunsten von Menschen, die unterdurchschnittlich viel verdienen, umverteilt. Und da hier, soweit wir das jedenfalls wissen, vornehmlich Menschen zu uns kommen, die überhaupt nicht aus wirtschaftlichen Gründen kommen, sondern weil sie vor Krieg und Gewalt fliehen, sind das Menschen, die in der Regel nicht die beruflichen Qualifikationen haben, um im deutschen Arbeitsmarkt ohne weiteres erfolgreich zu sein. Und deshalb denke ich, dass das Versprechen, das Ganze ist eine ökonomische Entlastung für Deutschland, das Ganze ist gewissermaßen ein Geschäft, das ist ein Versprechen, das man nicht wird einhalten können. Und solche Versprechen führen nur zu Enttäuschung. Ich glaube, dafür gibt es mittlerweile auch Bewusstsein. Das heißt nicht, dass es nicht auch Chancen gibt und das heißt vor allem nicht, dass man nicht in die Integration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt investieren sollte. Ganz im Gegenteil, es ist jetzt dringend notwendig, das zu tun, aber nicht, weil das ein großes Geschäft wäre, sondern einfach deshalb, weil sonst großer Schaden entstehen kann. Ich will es dabei belassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank. Herr Schäfer, noch einen kleinen Hinweis auf die Biografie von Herrn Schäfer. Er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der Stiftung, sondern war auch deutscher Botschafter in China. Und insofern ist er natürlich auch jemand, der eine große Ahnung hat vom außenpolitischen Umfeld. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch, dass wir wie alljährlich mit des IFO diese Konferenz in München heute durchführen. Als wir das vor einem Jahr uns überlegt haben, unter welches Thema wir diese Konferenz stellen wollen, haben wir natürlich nicht ahnen können, dass das Thema Migration eine solche Schärfe in der Diskussion, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz Europa, erreichen würde, sondern auch noch zusätzlich durch die Situation im Vereinigten Königreich eine besondere politische Brisanz bekommt. Wenn wir die Situation in Großbritannien bzw. insgesamt im Vereinigten Königreich uns angucken, dann überrascht in erster Linie, dass sowohl Befürworter wie Gegner dieses Brexit völlig überrascht zu sein scheinen, dass das Referendum positiv ausgegangen ist. Ich habe mich immer gefragt, warum man eigentlich eine Frage von solcher Tragweite, nämlich einer Tragweite, die bei uns in Deutschland Verfassungsrang hätte, warum man die in einem Referendum mit einfacher Mehrheit der Bevölkerung zur Abstimmung gibt. Hier hätte, glaube ich, eine qualifizierte Mehrheit einen größeren Schaden verhindern können. Aber das ist passiert, das ist Schnee von gestern. Und wir müssen uns jetzt auf diese sehr komplizierte Situation einstellen. Ich will mich den Spekulationen nicht anschließen,
was den Antrag angeht. Beides ist denkbar. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung der britischen Regierung, diesen Antrag zu stellen nach dem Referendum, das ist klar. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz starke politische und innenpolitische Verpflichtung, die natürlich dann diejenigen treffen wird, die Cameron nachfolgen in der Verantwortung des Premierministers. Das werden wir sehen, wenn dann im September aufgrund welchen Verfahrens auch immer eine neue Regierung in London antritt. Ich glaube, was wichtig ist, und das bringt uns irgendwo auch in diese Brücke zum Thema Migration, ich glaube, dass das Thema Migration, Flüchtlinge, Einwanderung in Großbritannien zwar wichtig war und zwar emotional auch sozusagen durchaus das Thema Nummer eins war, aber letztlich nur ein Symptom eines darüber hinausgehenden Misstrauens der Europäischen Union gegenüber ist. Das ist nicht nur in Großbritannien so, das ist in vielen europäischen Mitgliedsländern so, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, bei uns in Deutschland. Ich glaube, die Unfähigkeit, dieses europäische Projekt, das in der vorigen Generation noch als selbstverständliche Grundlage für Frieden und Prosperität unterstellt oder akzeptiert worden ist, dass das eben einer jüngeren Generation nicht mehr so leicht vermittelt werden kann. Und ich glaube, es liegt auch an der Unfähigkeit der Politik insgesamt, dass man hier dieses europäische Projekt nicht stärker auch in den Interessen vieler Bürger, die Ängste haben, angepasst hat. Diese Ängste entstehen zum einen daraus, dass wir Entscheidungsprozesse haben, die undurchsichtig sind, die immer weiter weg sind von dem, was mein eigenes Leben betrifft, aber auch, weil Globalisierung zur gleichen Zeit dazu beigetragen hat, dass die Komplexität vieler Themen so groß geworden ist, dass der Einzelne sie im Prinzip nicht mehr nachvollziehen kann. Es wird nach einfachen Lösungen gefragt. Populisten sind immer schnell da mit einfachen Lösungen, die es aber nicht gibt. Und von daher gibt es eine Diskrepanz, die Legitimität derer, die in unseren Regierungen sich für einen weiteren Ausbau der Europäischen Union einsetzen, nagt. Und ich glaube, hier liegt ein Vertrauensproblem, dem sich die Europäische Union und die jetzt 27 verbleibenden Mitgliedstaaten wirklich aussetzen müssen. Es geht darum, Vertrauen neu zu entwickeln. Und das tut man nicht verbal, das kann man nur durch harte Entscheidungen tun. Ich glaube, diese Union muss die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ob das die Ukraine oder die Problematik in Nordafrika oder im Mittleren Osten ist, sie muss sich außenpolitisch, sicherheitspolitisch, aber auch nach innen, finanz- und wirtschaftspolitisch anders aufstellen. Das ist natürlich besonders schwierig in einer Phase, wo wir diese ganzen Fragezeichen haben. Aber ich glaube, das ist die einzige Alternative, wie man aus dieser Situation auch im Interesse der einzelnen Bürger wieder rauskommt. Das Migrationsthema spielt natürlich eine ganz gewaltige Rolle, weil es kein Thema ist, das über Nacht zu uns gekommen ist und sozusagen morgen wieder von der Tagesordnung runtergeht, wie das bei vielen anderen Themen der Fall ist. Ich glaube, dass das Thema Migration das Thema der nächsten Generation sein wird. Wenn ich mir anschaue, dass der UNHCR sagt, es gibt mittlerweile 67 Millionen Flüchtlinge und Migranten. Das ist ein Migrant auf 113 Menschen in der Weltbevölkerung, dann ist das eine Dimension, die wir so bisher noch nie gehabt haben. Diese Dimension wird sich natürlich nicht sozusagen unmittelbar in Form von Flüchtlingsströmen nur auf Europa auswirken. Das ist ein globales Thema. Es gibt mehr Binnenflüchtlinge als Flüchtlinge, die etwa über die Grenzen unserer Nachbarn
Staaten dann in die Europäische Union streben. Aber es wird auch für die Europäische Union ein schwerwiegendes Thema bleiben. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man nicht kurzfristig und kurzatmig Lösungen findet, sondern wir müssen langfristig gesehen Strategien entwickeln, die sowohl die Staaten, aus denen die Flüchtlinge und Migranten kommen, die Transitländer und dann letztlich die Aufnahmeländer in einen gemeinsamen Prozess einbringt. Das ist schwierig. Das wird aber ohne einen solchen integrierten Ansatz nicht möglich sein. Und hier ist, glaube ich, sozusagen eine Verbindung von innenpolitischen Maßnahmen, die sehr stark in das Thema Integration gehen, die Professor Voest angesprochen hat, die aber verbunden werden müssen mit einer völlig neuen Form, etwa von entwicklungspolitischer Zusammenarbeit, die nicht mehr sozusagen darin bestehen kann, Geld reinzupumpen in intransparente und korrupte Regierungen, sondern wo es absolut notwendig sein wird, verantwortliche Führung zu stärken, die dann sozusagen in ihren jeweiligen Gesellschaften versuchen, neue Lösungen zu finden. Zunächst mal für sich selbst. Ich glaube, wir haben immer sozusagen unsere Ideen von System und Governance und Strukturen oktroyiert. Ich glaube, es ist absolut notwendig, umzudenken und zu sagen, wie kann man von unten nach oben mit lokalen verantwortlichen Kräften, ob das Bürgermeister von Städten oder Unternehmer in den jeweiligen Ländern sind, wie kann man hier etwas von unten nach oben aufbauen. Die Europäische Union wird ein wichtiger Spieler sein, aber sie kann es nur komplementär sein. Und ich glaube, nur wenn man diesen integrierten Ansatz findet, werden wir mittel- und längerfristig die Wurzel dieser Probleme angehen können. Das ist ein langfristiger Prozess. Und deshalb wird es notwendig sein, an all diesen Enden, auch im Bereich der Integration von Flüchtlingen, die in der Tat zum großen Teil nicht die Befähigungen mitbringen, von denen wir immer hoffen, dass sie unser demografisches Problem lösen können. Das werden sie zunächst mal nicht tun oder nur zum Teil tun. Insofern muss Integration auch mit anderen Mitteln versuchen, hier bestimmte Schwachstellen zu sehen und in Zusammenarbeit mit allen Kräften unserer Gesellschaft diese Menschen so lange zu integrieren, wie wir ihnen Schutz geben müssen. Das ist eben der Unterschied zwischen Flüchtlingen, die Schutzbedarf nach Völkerrecht haben, und Migranten, die aus Gründen von Armut oder Umweltproblemen zu uns kommen und wo wir letztlich sagen können, die wollen wir haben oder die wollen wir nicht haben. Und ich glaube, das ist der letzte Satz. Für diese letzte Gruppe werden wir, glaube ich, Kriterien und Prinzipien entwickeln müssen, wonach wir eine bestimmte Gruppe von Menschen einladen, zu uns in die Europäische Union und auch zu uns nach Deutschland zu kommen. Wir brauchen ein Immigrationsgesetz. Das ist eine Diskussion, die schon lange überfällig ist. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein solches Immigrationsgesetz in Angriff nehmen müssen. Vielen Dank. Noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir haben natürlich auch ein WLAN. Die jeweiligen Namen des WLANs und das Passwort hängen da an der Wand. Wir twittern dann auch ein bisschen aus den Veranstaltungen, und Sie werden auf der Netzseite dann auch die Fotos nach und nach hochgeladen sehen, die hier zum Beispiel gerade schon gemacht werden. Ja, Ihre Fragen bitte. Roland Losch von dpa. Professor Voest, eine kleine Gruppe von Fragen reicht, um die Austrittsverhandlungen europäisch-britisch zu torpedieren. Welche Staaten könnten ein Motiv haben, das zu tun? Ich möchte nicht darüber spekulieren, welche Staaten sich so stellen könnten. Da kann man über wirtschaftliche Interessen sprechen, vielleicht auch politische. Ich habe nur unter den ersten Reaktionen eben häufig dieses Argument gehört. Das Ganze muss Schaden anrichten, wirtschaftlichen Schaden, damit niemand anderes folgt. Und ich glaube, dass wir von diesem Denken möglichst schnell wegkommen müssen. Es ist sicherlich so, dass so ein Verfahren, eine Kampagne,
die so wie die Leave-Kampagne auf Desinformation, populistischen Argumenten beruht, dass eine solche Kampagne zu Ärger führt. Das ist verständlich, auch zu Emotionen, aber ich sehe wirklich die Gefahr, dass, wenn es bei diesen Emotionen bleibt, dass Europa sich selbst schadet. Die Geschichte, dass wir den Zerfall verhindern können, wenn wir Staaten, die über Austritte diskutieren, wirtschaftlichen Schaden androhen, diese Geschichte funktioniert nicht. Es ist ja eine Lehre aus dem britischen Referendum, dass die Menschen sich entschieden haben zu gehen, obwohl sie wussten, dass da wirtschaftlicher Schaden droht. Und wir sehen, dass Großbritannien in großen Schwierigkeiten ist derzeit wirtschaftlich. Wir müssen das nicht noch verstärken. Also ich glaube nicht, dass in anderen Ländern der Eindruck entstehen könnte, dass so ein Austritt ohne Risiken möglich ist. Es könnte aber sehr wohl der Eindruck entstehen, dass Leute wie Nigel Farage recht haben, die der EU vorwerfen, sie wäre eine machtpolitisch orientierte Institution, die jeden, der sich ihrer Macht entgegenstellt, beschädigen möchte. Und ich bin überzeugt, dass die EU das nie gewesen ist und auch in Zukunft nicht sein sollte. Frau Beger von der FAZ. Ich glaube, es muss ganz klar sein, dass Europa in dieser Situation den Binnenmarkt schützen muss. Und dazu gehört die Personenmobilität. Ich glaube nicht, dass Europa das aufgeben sollte. Das ist ein schwerer Fehler. Der Binnenmarkt ist der größte Erfolg der europäischen Einigung. Und den muss es auch in Zukunft geben. Man wird mit Großbritannien darüber reden müssen, in welchem Umfang Einschränkungen bei der Migration auch Einschränkungen zum Binnenmarkt bedeuten. Wenn wir das nicht tun, dann werden andere Mitgliedstaaten kommen, die auch skeptisch sind gegenüber Migration, und dann wäre der Binnenmarkt bedroht. Das kann man sicherlich nicht machen, aber diese Verhandlungen muss man konstruktiv führen und ohne Schaum vorm Mund. Okay. Können Sie mal ein bisschen skizzieren, also die wirtschaftlichen Auswirkungen eines, wenn er dann kommt, Brexit? UK, muss man mit einer Rezession rechnen? Welche Branchen aus Deutschland werden besonders betroffen? Automobil, Maschinenbau heißt es immer wieder. Das zweite ist, Kontinentaleuropa wird es natürlich auch Auswirkungen geben. Wie sehen Sie die? Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen sich in zwei Phasen entfalten werden. Die erste Phase hat schon begonnen. Schon vor dem Referendum gab es ja große Unsicherheit über das Ergebnis. Jetzt liegt das Ergebnis auf dem Tisch. Jetzt besteht die Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Bleibt das Land im Binnenmarkt? Wie werden die Verhandlungen verlaufen? Und wir wissen aus vielfältigen Erfahrungen, dass ein solcher Unsicherheitsschock, wie die Ökonomen sagen, dass ein solcher Schock erhebliche Auswirkungen auf die Konjunktur hat. Das hat damit zu tun, dass viele Unternehmen jetzt zunächst mal abwarten werden mit weiteren Investitionen, mit strategischen Entscheidungen, bis sie klarer sehen, wohin die Reise geht. Also diese reine Unsicherheit hat erhebliche Kosten. Darüber hinaus gibt es die langfristigen Kosten, die sich dann in der zweiten Phase entfalten. Das ist die Phase, in der klar ist, bleibt Großbritannien in den Binnenmarkt integriert, in welchen Bereichen. Dann werden die Unternehmen beurteilen können, welche Geschäftsmodelle noch tragfähig sind. Also lohnt es sich, noch in Großbritannien für den europäischen Binnenmarkt zu produzieren und umgekehrt. Es ist nicht einfach, diese Wirkung zu quantifizieren. Es gibt eine ganze Fülle von Szenarien, die sagen eigentlich alle, also Szenarien also von der Bank von England, vom IWF, auch vom IFO-Institut gibt es dafür Szenarien, die sagen eigentlich alle, dass die größten Verluste Großbritannien treffen, aber dass auch die Europäische Union betroffen sein wird. Das gilt auch für Deutschland, und ich glaube, Deutschland ist auf zweierlei Weise betroffen langfristig, wenn es wirklich zum Austritt kommt. Einmal dadurch, dass Großbritannien der Exportmarkt Nummer 3 ist für Deutschland. Deutschland exportiert jedes Jahr 90 Milliarden Euro nach Großbritannien. Da wird es sicherlich Rückschläge geben. Dieser Handel fällt nicht weg, aber er wird zweifellos schwieriger. Deutsche Unternehmen sind in Großbritannien
engagiert. Wir arbeiten ja hier zusammen mit der BMW Foundation und BMW hat zum Beispiel eine große Fabrik in Oxford und bedient dadurch, also nicht nur in Oxford, aber unter anderem da bedient, von da aus eben den europäischen Binnenmarkt. Die Frage ist, sind diese Geschäftsmodelle in Zukunft noch tragfähig? Ich denke, die meisten werden es schon sein, aber eben nicht alle und die Handelskosten werden steigen. Es gibt jetzt ganz unterschiedliche Schätzungen über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die liegen, je nachdem, wie schlimm das Szenario ist, das betrachtet wird, zwischen kleinen Auswirkungen und Verlusten von bis zu 20% für das Vereinigte Königreich, was die langfristige Wirtschaftsleistung angeht. Also wenn wir an das Jahr 2030 etwa denken, daran denken die meisten Szenarien, dann kann es eben erhebliche Verluste geben. Wenn man also den Durchschnitt nimmt dieser Schätzung, dann liegt es ungefähr so bei 10%. Das kann also erhebliche Auswirkungen haben, vorausgesetzt, dass wirklich das Land aus dem Binnenmarkt in Teilen austritt. Vielleicht kommt es auch nicht so schlimm, dann sieht es besser aus. In Deutschland werden die Verluste kleiner sein, aber die sind da. Das zweite Problem für Deutschland, neben den Beziehungen zu Großbritannien, ist aus meiner Sicht die Frage, wie wird die Wirtschaftspolitik der EU sich ändern? Es besteht die Gefahr, dass ohne Großbritannien die Politik der EU protektionistischer und interventionistischer wird. Bislang war Deutschland in der Wirtschaftspolitik in der angenehmen Lage häufig zwischen der britischen Position, stark freihandelsorientiert, liberal orientiert, und vielleicht der französischen Position eher kritisch gegenüber allzu freiem Handel. Deutschland konnte zwischen diesen beiden Positionen vermitteln, und das ist eine sehr angenehme Position. Dann hat man sehr viel Einfluss und man kann ganz elegant seine Interessen durchsetzen. Jetzt wird das Ganze konfrontativer, keine Frage. Deutschland wird möglicherweise häufiger überstimmt werden und Deutschland wird seine Interessen viel expliziter formulieren müssen, und das kann zu antagonistischeren Diskussionen im Rat führen. So, erst nochmal Frau Beger und dann Herr Metzger. Ich habe Sie gerade so verstanden, dass Sie gesagt haben, wenn die Briten Einschränkungen bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit wollen, dass man dann auch beim Binnenmarkt entsprechend Einschränkungen vornehmen müsste. Wie kann das überhaupt gehen? Also wie kann man am Binnenmarkt sagen, in bestimmten Teilen habt ihr Zugang, aber in anderen nicht? Ja, es wäre das Modell Schweiz sozusagen, also in allen möglichen Bereichen einzelne Abkommen zu schließen. Ich bin kein Jurist, wie man das am besten umsetzt, weiß ich nicht, aber man müsste wirklich über die einzelnen Bereiche formulieren. Für die Briten ist klar, dass Zugang vor allem im Bereich der Finanzdienstleistungen ein ganz entscheidender Aspekt ist. Und für die Europäer ist eben ganz entscheidend, den Binnenmarkt im Prinzip zu verteidigen. Das heißt, vollen Zugang zum Binnenmarkt, aber Einschränkungen bei der Migration ist aus meiner Sicht eine Sache, die Europa nicht akzeptieren kann, sonst ist der Binnenmarkt wirklich in Gefahr. Man sollte aber versuchen, so wie man es auch mit der Schweiz macht, auch in der Schweiz hatten wir ja Entscheidungen, die Migration zu begrenzen, und da hat Europa reagiert und die Schweiz eben von bestimmten Dingen ausgeschlossen in Europa. Es gibt ja auch noch den Aspekt der Verhandlungen, die Beiträge der Briten künftig zu europäischen Programmen betreffen. Also man kann auch über Geld reden, dass die Briten dann vielleicht etwas mehr bezahlen. Also es gibt da alle möglichen Verhandlungen. Ich denke, man muss ausloten, wie man sich da einigen kann. Herr Metzger vom Bayern hier. Ein Gedanke, weil wir gerade von den Migrationen sprechen. Man muss natürlich sehen, dass in England ging es nicht um die Migration an sich, wie in der Schweiz, sondern um die Zuwanderung im Sozialsystem. Und da kann eigentlich sehr wohl ein Zugeständnis möglich sein, denn in der BMW-Stadt München ist nicht einleuchtend, warum es für uns wichtig sein muss, dass man in England, wo Mensch Kindergeld bezieht. Aber eine andere Frage, Sie sprachen sehr von den Folgen für Deutschland. Jetzt gibt es natürlich noch ganz Europa. Und wenn ich es richtig verstehe, ist ja Großbritannien der zweit- oder der drittgrößte Markt in Europa. Wenn Großbritannien draußen ist, im Brexit, dann heißt das, dass 16% des europäischen Außenhandels wird mit Drittland, mit Großbritannien sein. Das heißt, Großbritannien ist dann Europas größter Außenhandel. Ich weiß, dass sogar die Franzosen einen Handelsbilanzüberschuss haben mit Großbritannien, und wie ich weiß, braucht Herr Hollande jetzt für die nächste Wahl praktisch jeden Cent, den er in England irgendwie gewinnen kann. Auch Spanien hat einen großen Fortschritt gemacht beim Export, inzwischen 30% der Wirtschaft im Export. Meine Frage, kann sich Europa überhaupt leisten, diesen wichtigsten Außenhandelspartner in irgendeiner Weise vor den Kopf zu stoßen? Oder müsste man nicht gerade mit Blick auf den Außenhandelspartner Großbritannien sagen,
Also ein paar kleine Zugeständnisse, das sollte uns ja schon mal wert sein. Ganz kurz zu Ihrem ersten Punkt. Ich stimme zu, Migration in die Sozialsysteme ist nicht Teil eines funktionierenden Binnenmarktes und darüber zu reden, aber dann für ganz Europa, ob man da zu anderen Regeln kommt, das würde ich für sehr sinnvoll halten. Da gab es ja auch Vorschläge, Angebote an Großbritannien. Es wäre wichtig, dass man das aufgreift. Denn auf Dauer ist freie Migration mit einem Sozialstaat nur sehr eingeschränkt vereinbar, vor allem wenn sehr unterschiedliche Länder da integriert sind. Zu Ihrem zweiten Punkt, kann Europa sich das leisten? Ist es richtig, also Großbritannien vom Binnenmarkt abzuschneiden, ist selbstschädigend. Das gilt selbst für den Finanzsektor. Es gibt ja die Vorstellung, dass Frankfurt das neue London wird oder Paris oder Luxemburg. Das ist eine Illusion. Ich glaube, wir stehen vor der Wahl in Europa, ein globales Finanzzentrum in London zu haben oder gar keins. Deshalb glaube ich, dass wenn sich die Gemüter etwas beruhigt haben, dass man dann schon zu vernünftigeren Diskussionen zurückfinden wird. Man darf andererseits auch nicht unterschätzen, die normale menschliche Reaktion des Ärgers, die natürlich jetzt viele bewegt. Also wenn ein Land austritt, die EU gewissermaßen zurückweist, dann sind viele Leute beleidigt. Aber auf der Basis von Beleidigungen kann man keine gute Wirtschaftspolitik und Herr Schäfer, ich glaube, überhaupt keine gute Politik machen. Frau Hofmann, bitte. Auf die TTIP-Verhandlungen, ja, sie werden sicherlich nicht erleichtert. Ich glaube, die TTIP-Verhandlungen sind sowieso in sehr schweren Fahrwassern aus einer Reihe von Gründen. Es stellt sich die Frage, wie Großbritannien da weiter eingebunden bleibt. Derzeit ändert sich ja zunächst mal in den Verhandlungen selbst nicht, aber politisch wird es natürlich schwieriger. Und wir brauchen, um da weiterzukommen, sicherlich auch eine handlungsfähige britische Regierung, nicht zuletzt. Die Verhandlungen, also es war sowieso unwahrscheinlich, dass die jetzt vor den Präsidentenwahlen noch weit vorankommen. Und das wird jetzt dadurch nicht besser. Herr Magenheim, bitte. Sie haben gesagt, die Briten werden den Antrag nicht stellen, bevor sie nicht vorverhandelt ist, bevor sie nicht wissen, was ihnen blüht. Was halten Sie von der Variante, dass überhaupt nichts passiert? Einfach aussitzen und warten, bis die Stimmung in Großbritannien irgendwann über die Jahre dann mal wieder gibt, um mit dem neuen Referendum das Ganze wieder zurückzubringen. Also die Politik des Aussitzens, die gerade in Deutschland häufig gewählt wurde. Und in der Situation, die Briten wissen, was sie machen wollen, was sie tun müssen, wie sie anfangen sollen. Niemand weiß eigentlich so recht, was sie machen will. Die Politik des Aussitzens wäre auch kaputt. Ja, das finde ich sehr schön. Sie haben recht, es gibt eine Tradition geprägt von einem großen deutschen Europäer, eine Tradition des Aussitzens. Das ist nicht ganz einfach. Also ich kann mir ein Szenario, wir spekulieren jetzt sehr, sehr stark, ne? Aber ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem zunächst mal nichts passiert. Wie gesagt, es wäre sehr, 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 sehr riskant für jede britische Regierung, diesen Antrag zu stellen, ohne vorher verhandelt zu haben. Und die Europäer wollen nicht verhandeln. Es ist ein Szenario denkbar, in dem bei den nächsten Unterhauswahlen zum Beispiel die Labour-Partei oder die Liberal Democrats mit dem Programm antreten, Großbritannien in der EU zu halten. Ich glaube, der Preis wäre, dass der Vorwurf an die Eliten in Europa, die Demokratie nicht zu achten und so lange abzustimmen, bis das Richtige rauskommt, dieser Vorwurf würde dann auf dem Tisch liegen. Es wäre auch notwendig, dass die Labour-Partei einen neuen Vorsitzenden bekommt. Das ist ja ein Grund dafür, dass dieses Referendum in Anführungsstrichen schiefgegangen ist. Niemand in Großbritannien hat Europa verteidigt. Also nicht nur Cameron hat versagt, sondern Jeremy Corbyn hat die EU nicht verteidigt, weil sie ihm nicht sozialistisch genug war. Also das ist ja der Grund auch, warum man ihn loswerden will. Es gab also, und das wird, glaube ich, auch in anderen Ländern anders sein, hoffe ich jedenfalls, es gab niemand, der Europa verteidigt hat in Großbritannien. Das könnte beim nächsten Mal anders sein. Dann hätten wir diese Unterhauswahl. Kann man diesen Prozess politisch nochmal stoppen? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da würde ich Herrn Schäfer zustimmen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es beim Exit bleibt. Aber je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr tritt vielleicht diese Situation aus. Es gibt ja auch die Spekulation, dass man sagen könnte, okay, wir haben das Referendum, aber Teil des Prozesses ist, dass man das schottische Parlament fragen muss. Und wenn das schottische Parlament das ablehnt, dann kann man sich vielleicht rauswinden. Aber ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Schäfer. Ich glaube, Sie sind auch skeptisch. Ne?
Also ich meine, theoretisch ist natürlich auch denkbar, dass das britische Parlament, das Unterhaus, sich gegen das Ergebnis des Referendums stellt. Das wäre rechtlich, verfassungsrechtlich durchaus möglich, wäre aber politisch die Bankrotterklärung nicht nur der Regierung, sondern auch der Opposition in diesem Falle. Also ich glaube, Neuwahlen in Großbritannien wären im Prinzip der richtige Weg, um eine ganz klare Zäsur zu machen und zu sagen, wir beginnen mit einem neuen Slate. Ich sehe nicht, dass das jetzt passiert, aber das würde ich nicht ausschließen, dass das in der Diskussion durchaus die Folge für den Frühherbst sein könnte. Insbesondere, wenn sich die Tendenzen, die sich in Schottland zeigen, fortsetzen und dann möglicherweise ein formelles Referendum in Schottland durchgeführt wird. Das wird den Druck auf die beiden großen Parteien in England natürlich noch sehr viel stärker erhöhen. Ja, nachdem wir jetzt so von Schottland geredet haben, eine Frage. Wollen wir Schottland überhaupt? Ich meine, wir verlieren einen der größten Nettozahler und bekommen einen Nettoempfänger. Um es mal einen bösen Vergleich zu sagen, Schottland, das ist ein bisschen so wie Portugal, ohne Sonne, ohne Wein und ohne die netten Portugiesen. Wollen wir das? Dafür haben sie es Loch Ness, ist ja auch ganz schön. Ich glaube, es ist nicht eine Frage, ob die europäischen Regierungen und die Mitgliedstaaten das wollen oder ob sie es nicht wollen. Zunächst mal ist das eine Entscheidung der schottischen Bürgerinnen und Bürger. Die werden in einem Referendum sich äußern. Wenn dann Schottland tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich aussteigen sollte und einen Antrag stellt, Mitglied der Europäischen Union zu werden, dann werden wir eine ganz andere Diskussion haben. Jetzt scheint es so, als ob Länder wie Spanien natürlich aus Eigeninteresse sagen, das darf nie passieren. Ich glaube aber, dass wir in einer solchen Situation durchaus ein anderes Kräfteparallelogramm innerhalb der EU 27 sehen würden. Also wenn das kommen würde, und das ist ja alles wirklich Spekulation, und ich wäre auch vorsichtig, sowas zu prognostizieren, dann würde meines Erachtens die Europäische Union nochmal in ihrem eigenen Selbstverständnis gefragt. Und ich sehe nicht, wie wir, das heißt einzelne Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union, einem Land, das jedenfalls in Teilen alle Bedingungen erfüllt hat, die die Europäische Union für eine Mitgliedschaft erfordert, dass wir einen solchen Antrag ablehnen könnten. Frage wäre, ob da neu verhandelt wird oder ob man sagt, das ist ein Übergang, der mit einem vereinfachten Verfahren passiert. Also das sind alles Einzelfragen. Ich glaube, jetzt ist erstmal die britische Politik gefragt, wie sie diese innenpolitisch sehr, sehr komplizierte Situation selber lösen. Und Labour ist hier in einer ganz schwierigen Situation. Ich glaube auch, dass die Liberaldemokraten in Großbritannien derzeit von einer solchen Situation profitieren werden. Okay, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten hinter uns. Ein paar, da, bitte, gern. Nochmal. Das ist eine wichtige Frage, eine, die sehr schwierig zu beantworten ist. Nehmen Sie Libyen, wo wir unter Bezugnahme auf Responsibility to Protect eine Sicherheitsratsentscheidung gehabt haben, die dazu geführt hat, dass mit Billigung des Sicherheitsrates die Coalition of the Willing eingegriffen hat. Man hat dieses Mandat missbraucht, so muss man das wohl sagen, um Gaddafi aus der Macht zu drängen. Das heißt, man hat einen Regimewechsel aufgrund eines ganz anders formulierten Mandats gemacht und damit
meines Erachtens ein ganz wichtiges neues völkerrechtliches Prinzip, ich will nicht sagen ausgehebelt, aber doch sehr geschwächt. Die Responsibility to Protect hat ja eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund. Die hat den Hintergrund, dass man sagt, wenn da eine Bevölkerung ist, die den Schutz der eigenen Regierung nicht bekommt, entweder weil die nicht will oder weil sie nicht kann, dann kann im Ausnahmefall die internationale Gemeinschaft helfen. Tatsächlich ist aber dieses militärische Eingreifen nur die letzte Stufe eines eigentlich viel früher vorgesehenen präventiven Handels, um zu versuchen, solche Failed Societies zu stabilisieren. Und wenn ich vorhin darauf Bezug genommen habe, dann wollte ich sagen, es ist jetzt eine unglaublich wichtige Aufgabe auch der Europäischen Union, nicht nur der Europäischen Union, zu sehen, dass wir den jeweiligen sozusagen von einer solchen Situation bedrohten Staaten, nehmen Sie Tunesien. Tunesien ist das Land, das eigentlich noch am relativ stabilsten aus diesem nicht vorhandenen arabischen Frühling rausgekommen ist, ist aber momentan an der Kante, selber zu einer Failing Society zu werden. Hier wäre es jetzt Aufgabe der Europäischen Union, mit einer integrierten Politik, die versucht, diese tunesische Bevölkerung zu stabilisieren durch Schaffung von Arbeitsplätzen, durch Ausbildung von jungen Menschen, die in den ersten Arbeitsmarkt reinkommen, durch einen neuen Social Contract, der notwendig ist, um sozusagen die verschiedenen Kräfte in Tunesien zu stärken, um dort sozusagen bestimmte Geländer einzubauen, die verhindern, dass Tunesien das nächste Land ist, das auf diese schiefe Ebene gerät. Die Europäische Union ist derzeit nicht dabei, einen solchen Strategiewechsel zu unternehmen. Ich glaube, dieses wäre gerade jetzt auch im Lichte des Brexit ein ganz wichtiger sozusagen Neuanfang, um zu sagen, wir nehmen europäische Sicherheit in die eigene Hand. Wir werden unseren Nachbarschaftsraum, egal ob das Ukraine ist oder ob das der Mittlere Osten ist oder Nordafrika ist, wir nehmen das jetzt in die eigene Hand und wir werden Sicherheit anders verstehen als nur Abwesenheit von Krieg oder von militärischen Operationen. Wir sehen es in einem weiteren Sinne, indem wir versuchen, diese Wirtschaften aufzubauen, zu stabilisieren, auch europäische Wirtschaft in diese Länder zu bringen, hier zu Kooperationen zu kommen, auch mit Zivilgesellschaft. Nur ein solcher integrierter Ansatz kann, glaube ich, verhindern, dass diese Gesellschaften immer weiter den Berg runtergehen. Und wenn Sie sich mal diesen weiteren Raum südlich der Sahara angucken, dann haben wir Dutzende von Ländern, die in einer ähnlichen Situation sind und die natürlich Migranten produzieren werden, ob wir das wollen oder nicht. Und die werden zum Teil jedenfalls auch nach Europa kommen. Das heißt, eine solche Politik wäre auch gleichzeitig eine vernünftige Politik, um dieses Phänomen der massenhaften Migration jedenfalls etwas einzudämmen. Dass solche Politik Zeit braucht und dass möglicherweise sozusagen die überholende Kausalität bei den Flüchtlingsströmen liegt auf der Hand. Wir werden kurzfristig neue Flüchtlinge kriegen, aber mittel- und langfristig werden wir, glaube ich, nur durch ein solch integriertes Vorgehen die Interessen der Europäischen Union wahren können. Vielen Dank. Gibt es, oh ja, da und da gibt es etwa noch weitere Fragen. Nochmal zur Migration in Deutschland. Sie hatten vorhin gesagt, auf die große Euphorie folgte recht schnell die Ernüchterung. Brauchen wir jetzt einfach wahnsinnig viel Geduld? Oder gibt es irgendwas, was wir tun können, um die Integration insbesondere in den Arbeitsmarkt leichter zu machen? Zuallererst, glaube ich, brauchen wir bessere Informationen. Also wir müssen in diesem Prozess sehr schnell verstehen, wie integrieren sich eigentlich die Migranten, die zu uns kommen, in den Arbeitsmarkt. Es gibt jetzt vereinzelte Meldungen darüber, dass viele Ausbildungen abbrechen.
Es gibt auch positive Geschichten und es geht einfach darum, möglichst schnell zu verstehen, woran liegen diese Dinge. Ich glaube, die Politik muss sich auch überlegen, ob möglicherweise ein Spurwechsel möglich ist. Herr Schäfer erwähnte gerade, dass wir im Grunde zwei Arten von Migranten haben, also mindestens zwei, die Flüchtlinge, die zu uns kommen und hier Schutz suchen auf der einen Seite und die Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen auf der anderen. Aber wenn bei uns heute Flüchtlinge sind, die ausbildungswillig sind, die in der Schule erfolgreich sind, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man da einen Spurwechsel unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Das wirft viele Fragen auf, aber ich denke, das wäre wichtig. Die Politik muss, glaube ich, schneller und enger als sonst sich darüber informieren, wie verläuft der Integrationsprozess? Gibt es gerade bei den jungen Leuten überhaupt eine vernünftige Ausbildung für die meisten, das ist, glaube ich, wichtiger als sonst. Wir wissen ja bis heute nicht so genau, was sind eigentlich die Qualifikationen, die die Menschen haben, die zu uns kommen. Wir haben auch wenig Rückmeldungen über den Erfolg von Integrationsmaßnahmen. Das fängt schon an mit den Sprachkursen. Also das wäre, denke ich, der erste Schritt, dass man in bessere Informationen investiert und dann kann man auf Fehlentwicklungen reagieren. Frau Hohmann, bitte. Also es gibt eine Mischung von Informationen. Vieles davon ist sehr ernüchternd. Es hat am IFO eine Studie gegeben, die sich mit den Ursprungsländern beschäftigt hat und mit der Frage, wie gut sind eigentlich Jugendliche ausgebildet, die zu uns kommen. Es kommen ja viele Kinder und Jugendliche, auch sehr viele junge Männer. Und da kam etwa heraus, dass die Schulsysteme in diesen Ländern sehr schlecht funktionieren. Es kann ja auch gar keine Überraschung sein in Ländern, die von Krieg heimgesucht sind und Bürgerkriegen. Das hat aber Konsequenzen für das Ausbildungspotenzial. Auch da, glaube ich, darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist in vielen Fällen beschränkt. Und wir brauchen, glaube ich, Konzepte, um mit der Klientel, die wir da vor uns haben, wirklich optimal umzugehen. Aber wie gesagt, wir wissen noch relativ wenig darüber, wie die Menschen qualifiziert sind. Herr Schäfer. Vielleicht noch einen Satz dazu, um mal ein positives Beispiel zu bringen. Also ich stimme grundsätzlich Herrn Fuest zu. Die Situation ist ganz kompliziert und zwar sehr unterschiedlich, je nach Provenienz der Flüchtlinge. Die Gruppe, die relativ den besten Bildungshintergrund bringt, sind offensichtlich die Syrer. Und gerade unter syrischen Flüchtlingen gibt es sehr viele, die entweder ein Studium schon begonnen hatten, abgebrochen haben oder die Hochschulreife zu Hause noch erlangt haben. Und hier gibt es eine Reihe von wirklich sehr guten, konkreten Initiativen, wie etwa die Kiron-Universität, ein Start-up-Unternehmen in Berlin, eine junge Gruppe von Leuten, die ein Online-Studium anbieten für Flüchtlinge, egal ob sie jetzt in Flüchtlingslagern in Jordanien oder in der Türkei oder so sonst wo in der Region sind oder bei uns in Flüchtlingsheimen. Diese Flüchtlinge brauchen in den ersten beiden Jahren dieses Online-Studiums keine Dokumentation vorzuweisen. Mit anderen Worten, man hilft ihnen sofort, in ein Studium einzusteigen, was natürlich ungeheuer wichtig ist, weil gerade diese Zeit des Untätigseins, etwa bis zum Abschluss des Asylverfahrens, eine Riesenfrustrationsspanne für viele junge Menschen ist. Und die werden aufgefangen. Tausende von denen bekommen jetzt ein solches Online-Studium in einem sozusagen Verbund von Universitäten, denen wichtige europäische, aber auch eine Reihe von amerikanischen Universitäten angehören. Die können dann Bachelorstudium beginnen und müssen nach zwei Jahren dann Nachweise bringen über die jeweiligen Voraussetzungen zum Hochschulstudium. Wir haben als BMW-Stiftung Kiron unterstützt, weil wir der Meinung sind, dieses ist wirklich mal ein handfester Ansatz, um Menschen ganz schnell zu helfen, aus dieser Situation des Nichtstuns herauszukommen. Das ist natürlich auf die Gesamtzahl der Flüchtlinge gesehen vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, ist aber ein richtiger Denkansatz. Und wir überlegen, wie man sowas skalieren kann, damit man immer mehr junge Menschen in eine Situation reinbringt, wenn sie das denn können, wenn sie diese Voraussetzungen mitbringen,
dann auch relativ schnell so ein Studium zu unternehmen. Da kommt noch eine Frage. Meine Frage an beide Herren, das Stichwort Immigrationsgesetz ist ja gefallen. Welche Eckpunkte müsste das aus Sicht der Politikberatung mit der Brandstiftung aufweisen? Also es gibt ja eine ganze Reihe von Modellen, die entweder in Kanada oder in Australien zu einer sehr geregelten Immigrationspolitik seit Jahren führen. Das muss man sich angucken. Meiner Meinung nach ist es zwar richtig und wichtig, dass wir ein deutsches Immigrationsgesetz haben. Wünschenswert wäre natürlich, dass man auf europäischer Ebene zu einer solchen gesamteuropäischen Regelung kommt. Die sehe ich in der derzeitigen Situation in Brüssel nicht. Deshalb wäre es wahrscheinlich richtig, wenn wir mit einer Reihe von Partnerländern uns jedenfalls über wichtige Kriterien wie Qualifikation, wie sozusagen Herkunft, auch im Arbeitsmarkt, Arbeitserfahrung, diese Dinge einigen würden. Da gibt es gute Vorlagen und ich glaube, es wäre relativ einfach, hier zu Kriterien zu kommen, denen auch die Mehrheit des Deutschen Bundestages zustimmen könnte. Aber Sie wissen, wir haben noch eine sehr politisierte Diskussion über dieses Thema. Wir haben im Prinzip quer durch die Parteien unterschiedliche Lager. Die einen sagen, wir brauchen sowas, die anderen sagen, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Es war immer der falsche Zeitpunkt, wenn ich das sagen darf. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, in einer solchen Situation, wo wir sehr stark belastet sind durch Flüchtlinge, denen wir in Europa Schutz geben müssen, zumindest zu überlegen, wen von denen, und der Fuß hat ja schon darauf hingewiesen, einige von diesen Flüchtlingen sind wahrscheinlich keine, die bei uns Asylrecht genießen werden, an denen wir aber durchaus ein Interesse haben könnten, sie in unseren Arbeitsmarkt aufzunehmen. Das heißt, hier würde ein Immigrationsgesetz zum Beispiel einen Shortcut ermöglichen, der helfen könnte, solche Menschen nicht erst wieder zurückzuschicken, um sie dann mit einem komplizierten Aufnahmeverfahren herzuholen, sondern dieses auf relativ kürzerem Wege zu tun. Die Diskussion wird bei uns, glaube ich, weitergehen. Ob sie noch in dieser Legislaturperiode zu einem Ergebnis führt, da mag man sozusagen im Lichte der derzeitigen politischen Diskussionen Zweifel haben. Ich glaube, es wäre wichtig, wenn man diese Diskussion jetzt auch zu einem konkreten Gesetzentwurf bringen würde. Herr Fuß noch und dann ja. Herr Metzke, dann sollten wir langsam zum Ende kommen. Also im Grundsatz stimme ich zu, nun ist es so, dass Deutschland quasi unter der Schwelle eines großen Immigrationsgesetzes in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr liberal geworden ist schon, was Einwanderung angeht. Sie können also heute eigentlich aus allen Ländern der Welt ohne Probleme nach Deutschland einwandern, wenn Sie hier zum Beispiel ein Unternehmen gründen wollen. Deutschland ist eins der liberalsten Einwanderungsländer der Welt. Eine Schwierigkeit besteht vielleicht darin, dass das nicht so bekannt ist. Also Deutschland hat eigentlich nicht den Ruf, ein Einwanderungsland zu sein und viele in unserem Land, Behörden, aber auch Unternehmen sind vielleicht nicht optimal darauf eingestellt. Ich glaube deshalb auch, dass ein Immigrationsgesetz vor allem Öffentlichkeitswirkung haben könnte und ein klares Signal geben könnte, dass qualifizierte Beschäftigte gerne aufgenommen werden und willkommen sind. Die Frage ist natürlich, bei den hochqualifizierten Leuten, die wir suchen, sind wir für die attraktiv? Viele hochqualifizierte Migranten, übrigens auch aus Syrien, wandern gleich weiter in die USA, auch ins Vereinigte Königreich. Deutschland hat leider in seiner Migrationsgeschichte eine Geschichte der Zuwanderung von eher Niedrigqualifizierten und andere wandern häufig weiter. Das muss nicht immer so sein. Ich glaube auch, es könnte ein Einwanderungsgesetz für Hochqualifizierte, das sich wirklich auf dieses Segment konzentriert, da vielleicht noch mal helfen. Auf der anderen Seite sollen wir uns keine Illusionen hingeben. Die Effekte werden da begrenzt sein, aber es könnte ein positiver Beitrag sein. Herr Metzke, und dann, glaube ich, können wir danach auch Schluss machen. Herr Schäfer sprach davon, dass die Rekordzahl der Flüchtlinge weltweit zurzeit nicht Europa betreffe. Und dass Europa insgesamt darum also nicht so betroffen wäre. Wenn ich nach Afrika schaue und dort auf die demografische Katastrophe, die dort längst im Gange ist, da bin ich nicht sicher, ob das zutreffend ist.
Afrika hatte 1950 etwa 220 Millionen Einwohner, heute 1,2 Milliarden. In nur 35 Jahren werden es 2,4 Milliarden sein. In einigen, in vielen Ländern Afrikas ist diese Gesamtentwicklung sogar noch schlimmer. Niger wird innerhalb von 35 Jahren von heute 20 Millionen auf 70 Millionen, ja, die kommt gleich, wird sich das verdreifachen. Und das haben wir in vielen, vielen Ländern so. Könnte es sein, ich meine, wohin soll diese Entwicklung gehen? Und diese ganze Bevölkerungsentwicklung aus Afrika kann sich nur auf ein Ziel richten und wird es auch nur tun, Europa. Und könnte es sein, dass möglicherweise das eine der Ursache ist, dass die Bevölkerung so nervös ist, sprachen davon, dass das Thema sehr stark hier in der Bevölkerung ist. Die Leute lesen einfach in der Zeitung die Zahlen, sehen beim Heute-Journal, wie riesig groß Afrika ist, wie klein Europa, und stellen Fragen, die die Politik nur nicht beantworten möchte. Also ich will zu den Zahlen eins sagen. Dies sind Zahlen, die der UNHCR in der letzten Woche praktisch als Status quo veröffentlicht hat. Danach gibt es 40,8 Millionen Binnenflüchtlinge auf der Welt, was eine gewaltige Zahl ist. Das heißt, das sind alles Menschen, die in ihren eigenen Ländern auf der Flucht sind, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt 21,3 Millionen Flüchtlinge, die unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Davon sind bisher 3,2 Millionen Asylanten, die in Industrieländern Zuflucht suchen. Und davon, was weiß ich, zwei Drittel in Europa und ein Drittel in Kanada, USA und Australien. Natürlich ist tendenziell ein solcher Trend, gerade bei den großen Wachstumszahlen der Bevölkerung in Afrika, eine reale Größe, mit der wir rechnen müssen. Deshalb habe ich ja gesagt, auf Dauer wird es nur möglich sein, wenn wir wirklich eine integrierte Politik entwickeln, die hilft, in den vielen afrikanischen Ländern, in denen ja durchaus auch Fortschritte schon erreicht worden sind. Nehmen Sie mal Ghana oder Kenia. Im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 10 oder 15 Jahren haben sich da partiell Fortschritte ergeben, die ganz ermutigend sind. Also ich glaube, wir werden das eine tun müssen, ohne das andere zu lassen. Wir werden eine sehr, sehr sozusagen fokussierte entwicklungspolitische Zusammenarbeit brauchen, die mit anderen Instrumenten arbeitet als in den letzten 40 Jahren. Das scheint mir wirklich wichtig zu sein. Und wir können nicht mehr mit dem Füllhorn Geld ausschütten und glauben, dass damit Stabilität in diesen Ländern erzeugt wird, sondern wir müssen zusammen gerade mit lokalen Akteuren, und es sind eben nicht die nationalen Regierungen in diesen Ländern, lokale Akteure sind meiner Lesart nach die Clanführer, die Bürgermeister in kleineren Ortschaften und Städten, die Unternehmer, die es zuhauf in diesen Ländern auch schon gibt, mit denen zu arbeiten, um hier eine wirkliche Trendwende hinzukriegen. Denn sonst passiert das, was Sie gerade avisiert haben, sonst werden wir in unglaublichen Zahlen auch Flüchtlinge haben, von denen ein Großteil dann auch Richtung Europa gehen wird. Keine Frage. Vielen Dank, das ist eine Punktlandung, es ist praktisch 11.30 Uhr. Herr Vogelmeier baut jetzt irgendwie sein Interview in der Ecke auf und wir laden Sie natürlich ein, weiter teilzunehmen am Summit. Der fängt um 13.30 Uhr offiziell an, da drüben ist der Saal, Sie brauchen bloß hier rauszugehen und auf die Galerie zu gehen und sich hinzusetzen. Butterbrezen sind bereits da, die Sveland ist auch da, um die Geschichten abzusetzen. Erstmal vielen Dank und einen schönen Summit.